Das Burgenland ist eines der Naturparadiese in dieser Welt. Das Burgenland zeichnet sich aus durch Weiten, wir nennen es auch die Pannonische Ebene. Und das Burgenland hat ein Naturjuwel, den Neusiedler See. Und dieser Neusiedler See ist durch den Klimawandel vom Austrocknen bedroht. Wir versuchen hier alles daran zu setzen, dass wir diesen menschengemachten Klimawandel verändern. Wir befinden uns in einer Zeit, in der es darum geht, wie wir die größte Herausforderung der Menschheit bewältigen. Der Klimawandel verändert unseren Planeten und unsere Aufgabe als Energieunternehmen ist es, alles daran zu setzen, dass dieser Klimawandel nicht so stattfindet, wie er prophezeit wird. Deswegen haben wir uns als Unternehmen die Strategie gegeben, das zu verändern. Die Strategie heißt bei uns Change. Das bedeutet, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das Geschäftsmodell von heute und der Zukunft ist es, dass jeder seinen Strom, seine Wärme zu Hause im Unternehmen selber produziert. Und wir die Menschen und die Unternehmen auf dem Weg dorthin unterstützen mit Technologien, mit grünen Technologien. Das geht aber nur dann, wenn wir als Unternehmen auch neu denken. Und das ist unsere Mission, an der arbeiten wir tagtäglich. Nickelsdorf ist ein Ort, wo wir sehen, was alles möglich ist. Wir haben an diesem Ort vor 25 Jahren das erste Mal mit der Windenergie begonnen und sind damit heute das führende Unternehmen in Österreich im Bereich Windproduktion. Wir wissen aber, wenn wir das Ziel bis 2030, und das ist schon morgen, erreichen wollen, dann reicht Wind alleine nicht aus. Und da müssen wir auch auf eine zweite Technologie setzen, nämlich die Sonnenenergie. Wenn wir jetzt diese zwei Technologien zusammenbringen, dann passiert etwas sehr Tolles, dass wir eigentlich mehrere tausend Stunden im Jahr gemeinsam Strom produzieren können. Wenn kein Wind weht, scheint die Sonne und wir produzieren mit der Sonne und umgekehrt. Und damit entsteht ein Laufwasserkraftwerk, ein Donaukraftwerk hier mitten im Burgenland. Im Nickelsdorf zeigen wir auch, dass es nicht nur darum geht, hier große Anlagen zu errichten, sondern es geht darum, die Menschen mitzunehmen. Man kann sich hier seine eigenen Photovoltaikpaneele auswählen und bekommt dann den Strom zum Fixpreis auf Dauer dieser Anlage nach Hause geliefert. Bei dem Photovoltaikstandort hier in Nickelsdorf achten wir sehr darauf, dass wir die Natur wieder zurückbringen an den Standort. Zwischen den Modulreihen entstehen Blühwiesen. Wir setzen hier mit einem eigenen Saatgut Blühwiesen, damit die Insekten wieder zurück an den Standort kommen. Es entsteht hier auch ein eigener Wildkorridor, damit das Wild durchlaufen kann durch den Photovoltaikpark. Es entsteht auch ein Hamsterkorridor. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass wir auch die nächste Generation mitnehmen. Wir arbeiten immer mit den ortsansässigen Volksschulen zusammen und errichten hier dann Insektenhotels, Bienenhotels gemeinsam mit den Kindern aus der Gemeinde. Um die Energiewende in Richtung 100% erneuerbares Energiesystem zu schaffen, brauchen wir auch Speichertechnologien. Wir als Unternehmen wollen nicht auf irgendwelche Speichersysteme setzen, sondern ganz gezielt auch auf nachhaltige erneuerbare Speichersysteme. Auf Speichersystemen, die nicht auf Ressourcen bauen, die wir auf der Erde nicht in unendlichem Maßstab verfügbar haben. Und deswegen setzen wir hier auf einen organischen Speicher. Mit dem Umbau des Energiesystems ist auch damit verbunden, dass wir vor der größten Transformation unseres Energiesystems und unseres Wirtschaftssystems stehen. Und diese Menschen, die die Energiewende auch bauen werden zukünftig, die müssen wir auch ausbilden. Und deswegen bieten wir als Unternehmen zum einen das Green Tech Empowerment Programm an, wo wir Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, sich in diesen grünen Jobs aus- und weiterbilden zu können. Aber gleichzeitig bieten wir auch jenen Menschen an, die erst vor dem beruflichen Einstieg stehen, in diese neuen Jobs hineinzukommen. Viele sprechen in unserem Sektor von einem Krisenszenario, in dem wir uns befinden. Ich sehe das ganz anders. Das ist die größte Chance, die wir jemals gehabt haben. Das ist die Chance, ein Energiesystem zu bauen, das wir so bisher noch nicht hatten. Ein Energiesystem, das auf 100% Erneuerbaren basiert, keine CO2-Emissionen hat, sicherer ist, leistbarer ist. Das ist die Chance, die zu begreifen, die zu erkennen. Das ist Teil unserer Strategie. Und an der arbeiten wir tagtäglich.
Ich sehe Burgenland Energie in 5 bis 10 Jahren als eines der führenden grünen Technologieunternehmen in Europa, das es gezeigt hat, dass es möglich ist, den Klimawandel zu stoppen und unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Zukunft zu geben. Weil sie werden es sein, die uns eines Tages fragen, Papa, Mama, was hast du eigentlich getan? Und genau dann werde ich ihnen sagen, schaut, wir haben die Ärmel hochgekrempelt, wir haben gezeigt, dass es möglich ist und wir haben es geschafft.